Super, hallo, herzlich willkommen hier am Brandenburger Tor zu unserer Aktion. Wir sind ja hier am Brandenburger Tor, wir sind quasi so im Mittelpunkt zwischen dem Bahntower und dem Bundesverkehrsministerium. Wir sind sozusagen so ein Konglomerat von verschiedenen Initiativen und Verbänden, also wir sind die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben. Refund Rebel ist heute mit dabei, ein LegalTech-Unternehmen, wir haben die Initiative Barrierefreie Bahn. Wir begrüßen Ende Gelände, die uns heute unterstützen. Vielen lieben Dank. Und ja, der Bahnkundenverband ist auch da. Hallo Jan. Und ja, also wir als Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben und die anderen kämpfen dafür schon sehr lange. Wir haben gestern mit Horst Frier gesprochen, unser Vorstandsmitglied, der meinte, ja, vor 40 Jahren haben wir das auch schon diskutiert mit der Barrierefreiheit bei der Bahn und jedes Mal sozusagen leere Versprechungen und nix oder völlig abwesende Haltung. Wir haben aber keinen Bock mehr drauf, weitere 40 Jahre zu warten mit irgendwelchen Liften, die nicht funktionieren. Wir wollen zu jeder Zeit, an jedem Ort, wollen wir mit der Bahn fahren im Fernverkehr. Das ist für uns wichtig. Deswegen haben wir heute auch einige Leute eingeladen, die wirklich ganz oft mit der Bahn fahren und eben ganz viel auch erleben. Und es wird immer als Einzelfall abgetan, dass das Klo defekt ist, dass der Lift defekt ist, dass irgendwie niemand von der Mobilitätsservicezentrale kommt. Das sind keine Einzelfälle, es häuft sich. Cécile fährt viel Bahn, sie hängt auch viel rum und zwar als Klimaaktivistin hängt sie sich an Brücken und Bäume und alles, wo man sich ranhängen kann. Ja, genau, wie du sagst, also vor genau 2 Tagen war ich noch bei einer Strommastbesetzung gegen die deutsche Urananreicherungsanlage. Und da musste ich sagen, es ist einfacher für mich, auf einen Strommast zu klettern, als mit der Bahn mit meinem Rollstuhl von A nach B zu kommen. Das ist absurd da. Weil, wie hat mein heutiger Tag angefangen? Wie viele Menschen mit Behinderung das kennen, wenn sie reisen wollen? Ein Anruf von einer 030-Nummer der Mobilitätszentrale der Deutschen Bahn. Und das ist immer so, wenn man mit der Bahn reist, hat man immer gleich ein kleines Bangen, wenn man bucht, was wird dieses Mal passieren? Weshalb kriege ich eine Ablehnung? Ist das Klo mal wieder kaputt? Ist das Personal schon ausgebucht? Oder ist eben kein Rollstuhlplatz da? Und heute, ja, es war, leider ist der einzige Rollstuhlplatz im ganzen ICE leider für morgen schon ausgebucht. Eine andere hier anwesende Person konnte ja gar nicht buchen für heute, weil man natürlich auch immer am Tag davor buchen muss. Und warum müssen wir am Tag davor buchen? Weil die Züge Stufen haben. Eben, wir fordern also Stufenfreiheit. Warum? Weil die Bahn sagt, das ist doch alles barrierefrei. Es gibt so einen Hublift und dann kannst du ja bestellen, es gibt einen Service und dann kannst du ja frei einsteigen. Das ist ja doch total toll, kannst du mitreisen. Service? Nein, es ist ein Grundrecht mitzufahren. Ja, komm, Trixi Sonnenschein, komm zum Bahnsteig, möchte gerne fahren mit der Bahn und freut sich, hat noch den ICE bekommen, der Aufzug zum Bahnsteig hat heute mal funktioniert. Ja, da steht sie vor dem ICE, der gerade eingefahren ist und die Tür geht sogar auf. Und sie denkt, ja Mensch, jetzt kommt ja gleich jemand. Und da kommt der Schaffner mit der blauen Mütze, kommt und da kommt er an und dreht sich um und zieht wieder ab. Ist nicht angemeldet. Wie, nicht angemeldet? Kann ja nicht sein. Okay. Nein, nicht angemeldet, leider nicht mitfahren. Wäre das Schild für die nächste Szene? Genau, nimm mal wieder mit. Genau. Ja, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Sie wurde leider nicht in den Zug eingeladen. Und der Schaffner mit der blauen Mütze dreht sich um und geht einfach. Der Zug wird abgepfiffen. Schaffner. Und die Tür geht zu. Alle sind eingestiegen, nur Trixi Sonnenschein steht mal wieder da und steht im Regen. Am Morgen der Reise habe ich aber nochmal genau nachgeguckt und habe gedacht, ach Mist, ich muss ja einen Gleiswechsel vornehmen. Und habe dort nochmal angerufen bei der Mobilitätsservicezentrale und gefragt, ist denn da bitte noch jemand, der mir helfen kann, um in den Aufzug rein und wieder rauszukommen, um den Gleiswechsel vorzunehmen. Und da wurde mir gesagt, nein, Sie kommen um 23.50 Uhr an und um 23.45 Uhr ist der Service beendet. Das heißt, ist nicht möglich, irgendwie von A nach B mich zu begleiten. Da habe ich gefragt, ist das nicht möglich? 5 Minuten, dass jemand noch 5 Minuten länger bleibt? Nein, das ist nicht möglich. Ich sage, wie soll ich denn bitte jetzt auf ein anderes Gleis kommen? Ich muss unbedingt diesen Zug nehmen. Können Sie mir nicht weiterhelfen? Das muss ich selber irgendwie organisieren.
Und ich meine, es ist kurz vor Mitternacht in Hamburg, da muss ich nicht unbedingt irgendwie mein Gepäck auf dem Bahnsteig oder im Tunnel irgendwie stehen lassen und mein Handbike einfach. Naja gut, was soll ich machen? Ich bin einfach losgefahren. Wie es manchmal so ist, man muss auch mal auf Toilette. Geht aber nicht, weil nach Mitternacht ist keine Toilette, keine barrierefreie Toilette mehr da. Okay, habe ich gedacht. Wartest auf den nächsten Zug, fährst nach Hamburg. Dort angekommen, steht auch schon der Service-Mitarbeiter da. Und ich habe gefragt, können Sie mich bitte bis zu McDonald's hochbringen? Weil ich muss ungefähr 3 Stunden warten, bis ich mit dem ICE weiterfahren kann. Und er meinte, nein, wieso? Der Zug fährt doch hier auf dem gleichen Gleis ab. Da, ne, bleiben Sie mal hier. Und ich sagte, ja, ich müsste aber ganz zwischendurch mal auf Toilette. Ja, das ist Ihr Problem. Naja gut, nach langem Hin und Her hat er mich doch noch irgendwie mit dem Aufzug zu McDonald's gebracht. Er wollte denn auch keine Maske aufsetzen, auch wenn, als ich ihn gebeten habe. Und er ist auch, hat gesagt, naja gut, er ist nur zuständig, von Zug zu Zug zu bringen. Er ist nicht dafür zuständig, Gepäck zu tragen. Und ich soll doch bitte nur Gepäck mitnehmen, was ich auch selber transportieren kann. Ich denke, was jetzt schon sehr deutlich geworden ist durch diese ganzen Fallschilderungen der Vorrednerinnen und des Vorredners, ist, dass wir einfach immer noch Menschen zweiter Klasse sind. Wir werden nicht als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger, als Kundinnen und Kunden gesehen, weder von der Bahn noch von der Regierung noch von sonst irgendjemandem, sondern man tut uns irgendwie einen Gefallen. Oder man tut uns was Gutes und man bevormundet uns. Also es wird gesagt, du darfst einsteigen oder du darfst nicht. Und immer noch mit so einem Fürsorgedenken. Und wenn das Klo defekt ist, wie Cecile beschrieb, darf sie erst gar nicht mitfahren. Und wer entscheidet das eigentlich? Und das ist immer noch dieses Denken. Und das müsste, das ist das Grundproblem, glaube ich. Das müsste sich endlich mal ändern. Und wir haben extra eine neue Regierung gewählt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon gemerkt hat, dass wir eine neue Regierung haben. Aber eigentlich sagt man, steht auf dem Papier, dass wir eine Ampelkoalition haben. Und als die alle noch, als zumindest zwei davon, die Grünen und die FDP, noch in der Opposition waren, waren die sehr aktiv. Auch sehr aktiv, wenn es darum ging, eben Mobilität für behinderte Menschen sicherzustellen. Und jetzt haben wir einen Verkehrsminister der FDP, ich glaube, da vorne steht er. Und, aber was macht er? Er macht überhaupt nichts. Und jedenfalls nichts für uns, nichts für die Bahn. In anderen Ländern läuft es anders. Also in der Schweiz oder in Österreich gibt es Pläne, wie, wann werden alle Züge niveaugleich. Schon jetzt oder in einem Jahr soll einmal pro Stunde zumindest in der Schweiz sollen Züge fahren, wo jeder einsteigen kann. Wo es einen Wagen gibt, wo jeder einsteigen kann. Also die haben zumindest Pläne. Als wir vom Deutschen Behindertenrat angefragt haben, das Verkehrsministerium, gibt es denn Pläne für die Deutsche Bahn? Nö, die gibt es erst gar nicht. Also wir haben jetzt 13 Jahre die UN-Behindertenrechtskonvention und danach muss alles barrierefrei sein. Aber es gibt nicht mal Pläne, das wenigstens in 10, 20, 30, 40 Jahren umzusetzen. Und das ist das Unding. Und dagegen müssen wir kämpfen, wie Cecile vorhin sagte. Wir müssen eben mit Verbündeten gemeinsam und stark machen und die Regierung zum Jagen tragen und denen mal richtig Dampf machen, dass sich endlich was ändert. Die Deutsche Bahn hat zwei neue ICEs, den ICE 4 und den ICE 3 Neo. Und der hat einen fahrzeuggebundenen Hublift. Erstmal denkt man, okay, gut, ja, blöde Stufen sind immer noch da, aber der Lift, okay, gut. Ich meine, dann könnte er wenigstens jetzt mal spontan reisen, weil ich meine, was spricht dagegen, ne? 10 Minuten vorher irgendwie über App was aufrufen, Zugbegleiter kommt, holt den Lift raus, ja, aber diese Lifte werden nicht benutzt. Es gibt sogar eine interne Anweisung, dass diese Lifte nicht benutzt werden sollen, weil sie einfach schlichtweg nicht funktionieren und den Betrieb aufhalten. Also ist ja eh mal das Problem, dass so die ganzen Fahrgäste stören ja auch irgendwie auch diesen Bahnverkehr. Ja, man nennt es im Bahndeutsche Beförderungsfall. Und und bei uns ist es sozusagen einfach noch mehr der Fall. Wir sind immer die Störer und die Bittstellerinnen. Und Und jetzt ist es so, dass der Schaffner mit der roten Mütze in den Zug reingeht, denn nur der darf ja auch den Lift bedienen. Nicht wahr? Man muss schon seine Kompetenz muss man schon ganz krass aufteilen. Hublift am Bahnsteig, nur Bahnsteigpersonal, blaue Mütze. Hublift im Zug, nur Bordpersonal. Ja, Mensch, jetzt haben wir hier einen so einen tollen Lift von der Sorte. Ja, und da kommt auch schon, ja, genau.
die Kollegen besprechen sich gegenseitig und da kommt auch schon die angemeldete Reisende an. Die angemeldete Reisende an, der Lift gleitet hinunter, astrein. Dann fährt sie mit Schwung drauf. Jawohl, ein bisschen helfen muss immer sein. Einmal den Kopf streicheln. Das ist immer ganz wichtig bei der Deutschen Bahn. Genau, ja. Und schön anbremsen. Nicht das, was passiert, denn unser Leben darf nicht so gefährlich sein. Ja, und da geht der hoch ganz geschmeidig, geschmeidig hoch. Ja, super. Und was ist denn jetzt passiert? Moment. Was los? Nun drücken Sie doch mal den Knopf, sie will rein in den Zug. Nee, geht nicht. Tja. Ja, aber hier, Zeit. Ja, oh, und jetzt haben wir schon Verspätung. So ein Mist aber auch. Deutschlandtakt. Na gut, dass da was dabei ist. Hammer und Meißel. Ja. Oh, jetzt kommt der gestresste Geschäftsreisende, kommt hier auch noch an. Und jetzt, ja, jetzt wird alles aufgehalten, na toll, da fühlt sich der Mensch mit Behinderung richtig super, steht auf so einem blöden Lift. Ja, so, und der Zug hat jetzt schon Verspätung und ja, der Alltag ist dann so, dass eigentlich der Zug dann ausfällt und man irgendwie wieder von dem Lift runterkommen muss. Ich glaube, hoch geht's nicht mehr, geht wahrscheinlich nur runter, die Fahrt wird abgebrochen. Ja, kommt sie denn wenigstens wieder runter jetzt oder nicht? Wie ist das jetzt? Nein, muss ich jetzt hier schlafen oder zahlen Sie ein Hotelzimmer oder was jetzt hier direkt am Bahnsteig? Ich glaube, der ICE Barrierehausen, der fährt hier heute nicht mehr weiter. Das hat sich erledigt. Jetzt dürfen erstmal 800 Personen aussteigen. Weil, und wer ist schuld? Eine aktuelle Bahndurchsage wegen eines Rollstuhls. Kann der Zug nicht weiterfahren? Diskriminierende Ansagen kennt man auch öfter. Dass wir sozusagen schuld an allem sind. Ja, nun lassen Sie doch mal die Frau jetzt wieder von diesem Lift da runter, die will nicht mehr mitfahren. Genau. Ja, da fährt sie runter, es funktioniert nicht. Die Lifte sind einfach technischer Mist. Ganz einfach. Diese Technik kann nicht das leisten, was sie soll, für teuer Geld eingekauft und wir sozusagen sind weiterhin Bittsteller und Störer. Dagegen gehen wir jetzt auch vor. Es kann nicht sein, es darf nur noch stufenlos eingestiegen werden. Der Zug fällt aus, die Verspätung ist zu groß und jeder Zug, der ausfällt, der ist nicht verspätet. Und deshalb wollen wir endlich Freiheit beim Bahnfahren. Schluss mit Diskriminierung im Alltag beim Bahnfahren. Und Applaus!